Willkommen zu einem neuen Video und heute geht es um alte TV-Sender-Logos. Bevor ich jetzt noch viel erzähle, würde ich sagen, viel Spaß. Beginnen wir mit dem TV-Sender, der deutschen TV-Sender, ARD. Ja, ARD hat sich jetzt nicht groß verändert, hier mal kurz das alte Logo und das neue Logo. Also ich finde ARD, ja, finde ich das alte Logo ein bisschen schöner, was ein bisschen toller aufgemacht ist. Im Endeffekt hat sich das Logo nicht groß verändert. Das erste deutsche Fernsehen ist das erste deutsche Fernsehen. Muss mehr seriös wirken. Kommen wir zum nächsten. Das nächste ist ZDF. Hier mal kurz das alte Logo. Und jeden fällt schon auf, was ist das für ein langweiliges Logo. Heutzutage das Logo von ZDF ist viel, viel schöner. Ich zeige euch mal kurz hier, ihr kennt es wahrscheinlich auch alle. Schön bunt mit der 2 vorne, zweites deutsches Fernsehen. Super. Aber meine persönliche Meinung ist, das alte Logo ist langweilig und das neue ist toll. Also ich werde jetzt natürlich auch immer nur meine eigene Meinung sagen können. Wie ihr das seht, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich werde mal sagen, wie ich die ganzen Logos empfinde. Das nächste Logo wäre RTL. Ein Sender, der mit seinem Content schon lange nicht mehr wirklich überzeugen kann. Man sagt immer, von Assis für Assis. Ja, also RTL hat vielleicht noch Wer wird Millionär, was ein bisschen das Niveau von RTL selbst wieder hebt. Aber im Endeffekt macht sich RTL zurzeit keine wirklichen Freunde. Kurz mal das alte Logo und das neue. Dazu muss ich sagen, das neue finde ich schöner, weil es ein bisschen glänzt. Ist ein schönes Logo. Ich hoffe, es stört euch übrigens nicht, dass ich hier so ein bisschen chille. Sonst ziehen wir ein bisschen weiter vorne. Ich hoffe, das stört nicht. Der nächste Sender, Sat1. Ja, da zeige ich euch hier mal kurz das Logo. So. Das kennt ihr alle. Ja, das liegt daran, dass Sat1 sich nicht groß verändert hat. Dieser runde Kreis mit diesen Strichen drin, der war zwar früher mal ein bisschen farbiger, glaube ich, aber im Endeffekt hat sich Sat1 nicht groß verändert. Deswegen würde ich sagen, machen wir gleich weiter im nächsten. Pro7. Ihr alle kennt Pro7, weil das noch ist ein Sender, den kann man sich heutzutage noch anschauen. Viele Sachen, die im TV laufen, sind ja nicht mehr so toll. Aber Pro7 bringt noch ein paar Sachen, die man sich wirklich anschauen kann. Und mal kurz hier das alte Logo. Und jetzt das neue. Und was fällt euch auf? Genau. Wo erkennt man bei dem neuen Logo bitte Pro7? Ich sehe da keine 7 und kein Pro. Pro7, was habt ihr euch bei diesem Logo gedacht? Das ist ein roter Klotz, sonst gar nichts. Also ich finde das alte Logo hier auch um einiges besser. Pro7, aber gut, ihr macht wenigstens noch einigermaßen guten Content. Und jetzt kommen wir zu einem 90er-Sender überhaupt, RTL 2. RTL 2 lief mir die ganzen tollen Animes von früher. Da ist man aus der Schule heimgekommen, hat seinen Rucksack in die Hecke gefeuert und hat RTL 2 angemacht. Wunderbare Serie. Ich will jetzt gar nicht anfangen, irgendwelche aufzuzählen, aber wunderbar. Kurz hier mal das alte Logo und das neue Logo. Also hier muss ich sagen, ich kann mich nicht mehr entscheiden. Ich finde sie beide nicht so toll. RTL 2 hat sich nicht so große Mühe mit ihren Logos bisher gegeben. Jetzt der nächste Kindersender, Super RTL, hat man damals natürlich auch schon geguckt. Gucken die Kinder heute noch, laufen tolle Trickfilme und auch sonstige ganz gute Serien. Und beim Logo muss ich auch hier sagen, kurz das alte, kurz das neue. Kann ich nicht entscheiden, sind beide nicht so besonders toll, aber auch jetzt nicht hässlich oder so. Aber die haben sich auch nicht groß verändert, deswegen kann ich da auch keine Entscheidung treffen, welches ich jetzt besser finden würde. Aber das waren auf jeden Fall die Logos von Super RTL, einem weiteren Kindersender. Dann kommen wir zu Vox. Ja, Vox. Ich habe Vox eigentlich nie so wirklich geschaut. Das Einzige, was ich früher mit meinen Eltern ab und zu mal geschaut hatte, Vox, war Fit for Fun. Vox, also ich weiß nicht, mit dem Content von Vox konnte ich noch nie wirklich was anfangen. Hier kurz mal das alte Logo und das neue. Aber da finde ich auch das neue Logo schöner, auch weil es wie bei RTL eben so ein bisschen glänzt. Und auch, es war zwar eine ausgefallene Schriftart früher, aber das heutige finde ich trotzdem irgendwie schöner.
dann kommen wir zum Premiere. Ich weiß bei Premiere nicht genau, war das schon noch in den 90er Jahren oder kam das erst später? Auf jeden Fall gab es damals Premiere und heute gibt es nur noch Sky. Also Sky ist das frühere Premiere. Mal kurz die beiden Logos. Also ja, das weiß ich nicht genau, ob es in den 90er waren, aber es ist mir im Gedächtnis geblieben, frühere Premiere, heute Sky. Dann kommen wir zu DSF. Bei DSF bin ich mir nicht sicher, gibt es DSF noch? Vielleicht kann ich mal kurz das alte Logo zeigen. Dann das neue. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Sport 1 ist das neue DSF. Ich glaube, DSF so an sich gibt es nicht mehr, aber Sport 1. Auf jeden Fall läuft für Sport 1 genau das gleiche wie auf DSF. Heißt nur anders. Deswegen glaube ich auch, dass Sport 1 das neue DSF ist. Und zu guter Letzt kommen wir zu einem Sender, dem die meisten jetzt erstmal überhaupt nichts sagen werden. TM3. Was ist TM3? Das ist das frühere 9 Live. 9 Live, die kennen wir die meisten. Gibt's jetzt beides nicht mehr, soweit ich informiert bin. Sorry, Akkumade, aber jetzt nochmal so TM3. Ist sowas wie Six von heute. Also Six ist ja ein Frauensender, das war TM3 auch. Der Unterschied zu Six ist, dass bei TM3 wirklich so Sachen wie Mode, Schmuck, Schuhe, solche Sachen besprochen wurden. Hat sich dann nicht gelohnt, haben so einen neuen Live gemacht. Ob sich das jetzt gelohnt hat, wie gesagt, ist fraglich. So, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch immer einen Daumen nach oben da. Hier kommt es im letzten Video, da geht es um wichtige und lustige und krasse Fakten über Super Mario. Und hier kommt es im letzten 90er bis heute Video, da geht es um TV, Film und Kino, passend zu diesem Video. Hier könnt ihr mich natürlich wie immer auch kostenlos abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Video, wir sehen uns in den 90ern, bye bye.